Oh, genau, jetzt können wir weiterspielen. Ach so, ja, da ist noch das eine oder andere gewesen. Also, pass auf. Hey, cool, wir können jetzt das Schloss bet sind jetzt am Schloss. Gucken wir uns mal hier kurz um. Riegesmund von Kaltenstein. Da ist das Tor kaputt. Was hast du denn noch dabei? Ein magisches Schwert von Kaltenstein. Genau, wir haben jetzt noch diese beiden Quests hier übrig. Und dann war's das. Dieses Schwert können wir leider wahrscheinlich nicht. Doch, können wir. Kaltensteins Schwert. Eine wahrhaft meisterliche Waffe Kaltensteins, von ihm persönlich mit mächtiger Magie versehen. 25%ige Chance auf einen Kälteschock. Das ist gar nicht mal so wenig. Gut, Ardo. Unglaublich, was alles in der letzten Zeit passiert ist. Mein treuer Forgrim, was hätte ich ohne dich gemacht? Vollkommen, und Ardo, weiter. Ja, das ist eine Geschichte. Die können wir zu Hause auf Rudes Schilde. Nur unten im alten Weinkeller erzählen. Ja, ich weiß, es wird hart sein, darüber kein Wort zu verlieren. Ich hoffe, ich störe nicht. Unsinn, komm zu uns, du kannst gar nicht stören. Forgrim und ich verdanken dir unsere Ehre und unser Leben. Ado, ich hatte eine Schuld zu begehen. Papalapap, du hast mehr getan als das. Du hast dich als wahrer Freund erwiesen. Dann danke. Möchte dich noch was Aber sicher fragen. doch. Was denkt ihr über unsere beiden Fuchsberger? Schau sie dir an. Was sich liebt, das neckt sich. Wenn die mal Nachwuchs haben sollten, dann gnade uns Fex. Ja. Ja, das könnte lustig. Anstrengend werden. Oder so. Quana hat sich dann doch als treuer Streiter erwiesen. Pah, selbst ich kann den Schleicher mittlerweile ganz gut ausstehen. Pah, was sag ich denn da? Kuano hat das Herz am rechten Fleck. Er hat viel gelernt, wie wir alle. Ja, das ist Hast du wahr. noch Fragen? Was wird aus der Die Krone? kommt wieder in sichere Verwahrung auf Rudes Schild. Schon wenn ich nach Hause zurückkehre, werden die Wachen verstärkt, die Mauern erhöht und ein paar aufmerksame Geister angestellt worden sein. Geister. Und der Kaiser, wird er erfahren, was geschehen ist? Ich würde ja gerne alles kaiserhalbe richten. Gerling meint jedoch, dass es in der aktuellen Situation nicht gut wäre, wenn der Kaiser informiert werden würde. Es könnte zu vorschnellen Reaktionen kommen. Ja. Gerling wird, sobald er hier alles geregelt hat, zu Gesprächen mit meinem Neffen Blasius vom Eberstamm, Fürst des Koschs und Graf Grovin von Ferdok aufbrechen. Dort wird alles, was Dajin betrifft, besprochen werden. Gut. Und was wirst du tun? Mich erstmal raushalten und abwarten, was passiert. Ich bin froh, wenn ich mit Politik vorerst nichts zu tun habe. Das Geheimnis um die Krone ist bei Gerling gut aufgehoben. Das denke ich. Hast du noch Fragen? Was habt ihr beide Na, vor? du entscheidest. Wir stehen in deiner Schuld. Und wir haben ja auch noch die eine oder andere Geschichte offen. Das Schiff steht dir zur Verfügung. Schön. Das ist sehr großzügig. Ach was, wir wollen doch auch nicht so schnell nach Hause. Was, Arno? Ja, das wären dann doch wohl 2 Folgen. Damit sind wir bei 200 Folgen. Ja, ganz der alte Hast Vorgang. du noch Fragen? Wie schätzt du die Beteiligung von Answin von Ravensmund an dem Komplott ein? Lass es mich mal so sagen. Es gibt genug Halunken im Mittelreich, die sich die alten Zeiten zurückwünschen. Gewiss ist Answin von Ravensmund einer von ihnen. Ob er mit dieser Geschichte zu tun hat, ist aber nicht bewiesen. Selbst wenn dem so ist, dann werden seine beiden Hofschreiber die Geschichte ins rechte Licht rücken. Hast du noch Fragen? Ah, das ist typisch. Meinst du, wir bekommen mit dieser Josmine noch Ärger? Schwer zu sagen. Aber das letzte haben wir noch nicht von ihr gehört. Hast du noch Fragen? Mehr wollte ich nicht wissen. Gut, also. Komm nicht! Was gibt's denn? Aber sicher doch. Okay. Die beiden können wir nur so anquatschen. Wir können mit Gerling und Feiris. Reden wir mal mit Quano. Sag mal, die Familie dieses Rabenmund, die soll auch so einige Reichtümer besitzen. Ja, jetzt will Ardo Rabenmund. Wollen wir wieder wetten? Wir könnten... Keine Wetten mehr. Ich wollte nicht Ach, stören. Du störst nicht. Mora und ich... Können wir etwas für dich tun?
Ihr wollt von nun an zusammenarbeiten? Ja, wir sprachen gerade darüber. Die nächste Wette abzuschließen. Wolltest du nicht gerade wieder wetten? Ach, Kuano, nimm doch nicht immer alles gleich so ernst. Lass uns, wenn dieses Abenteuer vorbei ist, in Albernia zusammen etwas ganz Besonderes aushecken. Ach du meine Güte, ich höre schon, ihr habt viel zu erzählen. Willst du noch was? Wie war das eigentlich mit eurer Wette, die Krone zu stehlen? Naja, also, ich war schon länger Anwärter auf die Diebeskrone von Havena. Der damalige König der Diebe, Merkur Soliman, wollte es Kuano nicht zu einfach machen und hat die Position ausgeschrieben. Kuano war nicht schlecht, aber ich denke, ich bin ihm ein wenig zuvor gekommen. Ah ja, das war die Krone stehen, hä? Also, du bist erwischt worden. Das muss Abzüge geben. Ohne unsere Hilfe. Siehst du, du warst immerhin nicht alleine unterwegs. Das gibt auch Abzüge. Gott, ich sehe schon, ihr habt euch viel zu erzählen. Willst du noch was? Wie hast du eigentlich nochmal die Krone geraubt, Bora? Also, das war so. Ich hatte mir schon gedacht, dass Kuano vorhaben könnte, mir zuvorzukommen. Also bin ich den direkten Weg gegangen. Ich habe Ardo erzählt, ich wäre eine verarmte Landadlige und würde gerne als Zofe auf seine Tochter aufpassen. Es war sehr schwer, den alten, misstrauischen Kämpen und seinen Leibwächter zu überzeugen. Na, vor allem Vogel. Du hast bestimmt einfach nur mit den Hüften gewackelt und mit den Augen geklimpert. Ja, Kuano, und im Gegensatz zu dir klappt das dann auch meistens mit dem Betören. Genau wie bei Ardo und Vorgrim. Der Rest ist schnell erzählt. Oh, da müssen wir mal einen komischen Blick zu den beiden rüberwerfen. Ich bin runter in den Keller geschlichen und habe die Krone ausgetauscht, während Ardo und Vorgrim im Raum nebenan ordentlich becherten. Dann bin ich schnell unter einem Vorwand aus dem Schloss verschwunden. Wieder ein misstrauischer Blick, dass die beiden saufen? Das war ja wohl viel zu einfach. Also, ein guter Beutezug in Fexensinn ist nur, wenn er auch die nötige Schwierigkeit hatte. Da ist jetzt die andere Sache. Gehört die Krone nicht oben auf den Kaiser drauf? Mal weitersprechen. Willst du noch was? Und wir haben... Ja, Quado, erzähl mir nochmal die ganze Geschichte, wie Ardo und Vorgrim dich erwischt haben. Also, das war alles nur ein ganz dummer Zufall. Wenn du nicht die Krone genommen hättest, Mora, wäre eh alles glatt gegangen. Ich hatte mich gerade an unzähligen Wachen vorbeigeschlichen, tödliche Fallen umgangen. Du hast wirklich Fantasie. Ach, da war doch nicht eine Wache und Fallen habe ich auch keine gesehen. Zumeist waren Ardo und Vorgrim unten und haben ordentlich dem Hellen zugesprochen. Ja, die stellen Ardo und Vorgrim wirklich als Säufe. Mora, lass mich meine Geschichte erzählen. Ich störe dich doch auch nicht bei deiner. Okay. Dann hielt ich die Raulskrone in den Händen und stellte fest, eine Fälschung. Ich weinte gar bitterlich, weil sich Fex offenbar einen schlimmen Scherz mit mir erlaubt hatte. Naja, wenn der eigene Gott einen verarscht, dann muss man weinen. Nicht Fex, Kuano, sondern ich hatte mir den Scherz erlaubt. Und offenbar warst du so laut gewesen, dass Ardos alter Wachhund angeschlagen hat. Vorgrim. Mora, bitte! Aha, ihr beide werdet viel Spaß miteinander haben. Willst du noch was? Mehr wollte ich nicht wissen. Okay. Und dann haben wir noch die beiden. Tritt näher. Ich spreche gerade mit Gerling. Und das ohne die Lippen zu bewegen. Was für ein Schlamassel. Das wird einen Haufen Gold und gute Worte kosten, das hier geheim zu halten. Na, so wie du aussiehst, beziehungsweise du arbeitest als Geheimagent für den Kaiser, so wirst du dafür genug Geld aufbringen können. Ja. Der Sieg gegen Kaltenstein hat uns viel gekostet. Ich muss immer daran denken, wie er Jakon getötet hat. Dafür ist er jetzt, hat er jetzt bezahlt. Tja, ich weiß, was du meinst. Es ist schwer, mit diesen Verlusten umzugehen. Doch ich bin froh, dass wir Kaltensteins Machenschaften beenden konnten. Vielleicht gibt das all seinen Opfern ein wenig Genugtuung. Hoffen wir es mal. Ich denke, dass wir alle Machenschaften dieses Kaltensteins noch gar nicht überblicken können. Das stimmt allerdings auch. Das war immerhin ein Magister, also ein Magier. Die sind in manche Sachen verstrickt. Was passiert als nächstes? Was meint ihr? Gerling, was habt ihr über Kaltenstein herausfinden können? Ich war in Ferdok und habe meine alten KGIA-Kontakte bemüht. Es gibt dort lediglich ein paar belanglose Akten über Kaltenstein. Die belegen, dass er für die KGIA unter Answin von Rabenmund gearbeitet hat. KGIA, das soll so eine Anspielung wahrscheinlich auf CIA sein. KGIA. Ja.
Was bitte schön ist die KGIA? Die KGIA ist die Kaiserlich-Garetische Informationsagentur. Der Geheimdienst des Mittelreiches. Ja, also die, die CIA. Nachdem Kaiser Reto die KGIA zu seiner Amtseinführung aufgelöst hatte, wurde sie auf Anraten Answins im Jahre 984 wieder aufgebaut. Answin war damals Kanzleirat und zwischen 984 und 998 auch Leiter der Agentur. Ja, BF, Bosporans-Fall. Dabei weiß ich nicht ganz so viel über das alte bosporanische Reich. Aus dieser Zeit müssen sich Kaltenstein und Rabenmund kennen. Aber es gibt keine Beweise. Und selbst wenn es dazu Dokumente gibt, dann müssen sie tief in den Verliesen der KGIA-Feste zu Koschkau liegen. Aber da bin ich nicht herangekommen. Schade, aber interessant. Dajel war lediglich ein billiger Handlanger für Kaltenstein. Naja, auf jeden Fall hatte er eigene Pläne. Etwas, das weiterging als die Entmachtung Grovins und der Diskreditierung Kaiser Hals. Kann gut möglich sein. Wer weiß, was uns bevorgestanden hätte, wäre Kaltenstein nicht aufgehalten worden. Das Ende von ganz Aventurien würde ich mal annehmen. Kann ich noch etwas für euch tun? Gerling, was plant ihr jetzt genau zu tun? Ich gehe zum sanften Ochsen und treffe dort einen Kontaktmann, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite. Wir werden uns Strategien überlegen, wie wir noch nicht enttarnte Verräter ausfindig machen können. Die Idee finde ich gut. Das klingt nach einer spannenden Aufgabe, soll ich euch helfen? Nun ja, wirklich spannend ist es nicht. Jetzt, wo der Schlange der Kopf abgetrennt wurde, haben diese Leute keine Unterstützung zu erwarten. Kommt doch einfach mal vorbei und erkundigt euch, wie der Stand ist. Können wir ansonsten gern machen. Werde ich viel mit Grovin zu tun haben. Er muss informiert werden, was in seiner Grafschaft in der letzten Zeit so alles passiert ist. Ja, genau. Kann ich noch etwas für euch tun? Grovin ist übrigens ein Zwerg wie wir, was ihn schon mal sehr sympathisch macht. Was hat es mit dem Wappen der Söldner auf sich? Der blaue Greif auf weißem Grund. Heraldisch betrachtet steht der Greif als Wappentier für das Mittelreich. Blau für die Treue und weiß für die Reinheit. Also total verkehrt für diese Söldner. Ein edles Wappen, was sich diese Verräter da zusammengestellt haben. Aber nun gut, die eigene Sicht auf die Dinge ist ja oftmals etwas verklärt. Um diesen Ritter von Olmingen tut es mir fast ein wenig leid. Ich glaube, er meinte wirklich, dem Reich etwas Gutes zu tun. Den Eindruck hatte ich auch. Er ist auch der Einzige, der einen roten Greifen Kann hatte. Kann ich noch etwas für euch tun? Feieres, was hast du jetzt ich vor? Ich möchte dir gern bei noch ausstehenden Aufgaben zur Seite stehen. Gerling ist, denke ich, einverstanden. Ja, oder? Sicher, Feieres. Ach, wie gerne würde ich auch nochmal die Zeit haben, neben meinem anstrengenden und zeitraubenden Geheimratsdasein auf Abenteuersuche zu gehen. Aber wie bereits abzusehen ist, es ruft der Innendienst. Das wäre nichts für mich. Wenn alles vorbei ist, werde ich zu den Elfen reisen und ein wenig Zeit mit ihnen verbringen. Vielleicht rede ich aber auch mit Sanraya. Das ist die Elfe, die Piratin geworden ist. Das hört sich sehr spannend an. Kann ich noch etwas für euch tun? Und den Rest kennen wir ja. Oder? Ich war in Ferdok und habe... Nachdem Kaiser Reto die KGIA zu seiner Amtseinführung aufgelöst hatte... Ja, aus das kennen wir Zeit alles. ...müssen sich Kaltenstein und Raben... Da Jen war lediglich... Ja. Kann ich noch etwas für euch tun? Ich Nun, wollte doch wenn nichts. Keine weiteren Fragen sind, werde ich mich auf den Weg machen. Es ist alles geklärt. Gut. Das heißt, wir können jetzt wohl das Schloss einfach so verlassen. Der Geheimhaltung willen sollten wir besser gehen, bevor die ersten Bediensteten hier auftauchen. Ja. Da habt ihr recht. Habt nochmals Dank für eure Hilfe. Ja. Ich werde Dajin erst einmal in seinen Gemächern festsetzen. Wir sind auf der Talaria, unten im Hafen. Ich muss jetzt erstmal zum sanften Ochsen. Dort will mich ein Kontaktmann Grovins treffen. Wir wollen beraten, wie wir noch verbliebene Verräter finden können. Viel Erfolg. Gerling, ich bleibe noch ein wenig bei meinen Freunden. Natürlich. Sorgt dafür, dass dem Pfalzgraf nichts passiert. Wenn ihr mich sucht, ich bin beim sanften Ochsen. Avis zum Gruß. So, damit kommen wir wieder in die Stadt Nadoret. Wenn es denn mal geladen hat. Jawohl.
Komm schon. Freunde, wir haben den Schurken das Handwerk gelegt. Ich danke euch allen für die tatkräftige Unterstützung. Stell dir mal vor, wenn wir unseren Held hier nicht getroffen hätten, auch nicht auszudenken. Dann wäre mir ein großes Abenteuer entgangen. Ich danke euch allen für meine Rettung. Das werde ich euch nie vergessen. Ein Hoch auf die Helden und unser gemeinsames Abenteuer. Darauf lasst uns einen trinken. Maroschen, lang lebe das helle Ferdocker. Auf den verrückten Dudgeon, ohne den ich schon in Borons Armen läge. Ich trinke lieber darauf, dass du nun in den meinen liegst. Dudgeon? Ha, hör mir mit dem auf. Von mir aus soll ihn doch ein Ogerweib holen. Ja, da muss ich auch mitlachen. Das stelle ich mir nämlich lustig vor, wie ein Oger Dudgeon knutscht. Okay, wir sind wieder auf der Talaria. Wir haben die den Kopf der Anwind-Statue dabei. Supi. Gut. Dann würde ich erstmal sagen, ich speichere hier LP46. Speichern. Und dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für das lange Zusehen bei diesem Projekt. Hoffe, ihr seid bei den Special-Folgen, wenn wir die letzten Quests angehen, mit dabei. Und dann sehen wir uns dann noch bei meinen anderen Projekten. Also, vielen Dank und bis bald.